So, Haus kaufen und dann, was fehlt dann? Natürlich Grundstück bzw. auch den Garten zu gestalten. Darüber sprechen wir heute. Bleib dran! So, wie ihr sehen könnt, bei uns hat es etwas länger gedauert, aber wir haben es letztendlich geschafft. Ich versuche euch etwas zu zeigen, ja, von dem Garten, von den Palmen. So, aber es gibt natürlich ja auch selbstverständlich professionelle, ich sage mal mehr oder weniger professionelle Gartencenter, wo man natürlich auch solche Pflanzen wie Santa Rita oder solche wie da hinten oben Palmen auch erwerben kann. Da zeige ich euch einige Fotos und einige kurze Videos davon. Falls ihr Fragen habt zu Hausbebauung bzw. auch zu den Garten, zur Bepflanzung eures Gartens, auch vielleicht ins B, einfach fragen, einfach anrufen. Wir stehen euch gerne natürlich zur Verfügung mit der ganzen Natur, die drumherum ist. Also man sieht, es ist grün und man kann wirklich wie einen kleinen Park einfach ein Haus erstellen. Also, vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Bleibt gesund. Teilt das Video. Gibt's Like, falls euch das Video gefallen hat. Und wie immer gebe ich euch unsere Videos, auch andere Videos, empfehlenswerte Videos weiter. Macht's gut. Ciao, ciao.